Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute habe ich für euch von Fortnite Trading Cards der Serie 3, nämlich ein Mega Starter Pack mit 24 Karten drin. Doch bevor es losgeht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für euren Support and let's start. So, das ist die neue Serie von Panini. Fortnite der Serie 3. Was ist in dem Pack alles drin? Wir haben einen Sammelordner. Wir haben spezielle Karten und davon drei Tüten. Also 24 Karten in drei Tüten verteilt. So rum. Wow. Serie 3. Ich meine, wir haben Serie 1, Serie 2. Wir haben Reloaded. Und jetzt ist eine richtige Serie 3 da. So, ihr erkennt das an einem Original-Hologramm hier, dass es auch original ist. Ich werde mal, das Ganze kostet 9,99. Ich mache es mal vorsichtig auf, so wie man es kennt. Und hier ist nochmal das Hologramm. Das zeigt so ein bisschen die Qualität, also dass es auch wirklich von denen ist. So, wir machen mal auf. Hier haben wir als erstes die Sammelmappe und dann die drei Booster. Wir schauen noch mal in die Pack. Ist leer. Nichts mehr drin. Und weg. So, Booster Nummer 1, Booster Nummer 2 und Booster Nummer 3. Jetzt widmen wir uns erstmal schnell noch der Mappe. In der Mappe ist ein Heft oder auch nicht. Also hier ist schon mal keine Kartenliste, wie man es eigentlich gewohnt ist. Schade. Vielleicht hinten. Wir holen das raus. Auch hier ist keine Kartenliste. Also das ist schon mal schade. Wir sehen nicht, was gibt es überhaupt in dem Set und welche Karten haben die. Gut, sonst waren immer welche drin, dieses Mal nicht. Okay. Müssen wir mit klarkommen. Auf jeden Fall ist das das Cover und die Sammelmappen, die kennen wir ja vom Starter Pack. Die sind ja alle Standard. So, legen wir es mal zur Seite und hier haben wir die drei Booster. Wir beginnen erstmal mit diesem Booster hier. Booster Nummer 1. Fortnite der Serie 3. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich sie öffnen soll. Deswegen mal gucken, machen wir sie so auf oder so. Ich denke, so ist richtig. Booster Nummer 1 geöffnet. Die Sammelmappe machen wir mal zur Seite. So, darüber. Wunderbar. Und hier haben wir die Stella. Hübsch, ein Häschen. Ups. Die Karten fühlen sich auch dieses Mal hochwertiger an, ein bisschen glatter. Da haben sie ein bisschen mehr Qualität reingepackt. So, Envoy, ein bisschen ankamen. Hübsch. Dann haben wir den Ludwig. Episches Outfit ist das. Und es ist ein Bayer. Und hier oben das Symbol, das zeigt immer, was für eine Karte es ist. Ob es episch ist oder whatever. Hier haben wir eine Waffenkarte, einen Waffenskin, Chocolatey. Das ist Ankam. Und noch eine Waffe, Cameo. Dann haben wir eine Pickaxe, eine Karottstick. Und Breadcatcher. Dann noch eine Pickaxe. Ein Silver Sleech. Und Silver Fang. Lustig. Und die vorletzte Karte ist eine Ra-Outfit von Assassine Adlai Sur. Nice. Sieht gut aus. Sieht richtig schön aus. Und wir haben Hopper, Ra-Outfit. Sehr schön. Okay, das war Pack Nummer 1. Ich schlage mal vor,
Wir machen die Packs einfach frontal auf. Irgendwo in der Mitte kommen dann die besonderen Karten. So. Schwuppsdiwupps. Und wir beginnen einfach mit dem Cover und danach drehen wir ihn um. So, wir haben hier eine schöne Ankam von Goof. Dem sein Kleider quietscht immer so komisch. Dann haben wir hier eine wunderschöne Lady, nämlich Artika. Wo kommt die denn her? Wahrscheinlich aus der Antarktis. Dann haben wir eine sehr interessante Haarfarbe. Sinara Outfit. Dann haben wir eine Pickaxe. Noch eine Pickaxe. Ein Waffenskin. Maniac Mosaik. Und noch ein Waffenskin. Mecha Jolly. So, das hier ist jetzt wieder eine epische Karte. Das ist der Schneemann. Slushy Soldier. Epische Karte. Und jetzt kommt unsere erste legendäre Karte. Das ist die erste legendäre Karte. In der glatten Form, keine Holo. Und wenn ich sie umdrehe, sehen wir legendäres Outfit von Chicolo. Schön gehalten, das Skin. Und nochmal eine Ankamen von Wild Gunner. Cool, muss sagen, die Karten sind wirklich sehr interessant. Machen wir das mal hier hin. Das machen wir hier hin. So, dass wir auch alles schön sehen. Und jetzt kommt der letzte Booster von dem Mega Starter Set, wie sie es nennen. Aber leider ist noch keine holographische Karte dabei. Vielleicht ziehen wir jetzt eine. Hier haben wir auf jeden Fall eine Uncommon Card von Lovely. Jetzt muss ich mal nochmal zurückgehen. Ist das eine Beschädigung? Ja. Die Karte ist leider beschädigt. Dann haben wir hier eine Baseballspielerin, auch Uncommon. Das ist ein Rar Outfit aber. Von Fastball. Cleaner Cut. Uncommon. Ach, dahinter ist ja noch was. Ja, moin. Crossroads. Dann nimmt ihr einfach mal hier die Straßenschilder. Position oder Positron. So was aber auch. Power Grip. Da haben wir einen Waffenskin. Falling Snow. Und, Entschuldigung, Fright Flam. Das ist eine richtig coole Waffenskin. Und eine legendäre. Nee, halt, das ist legendär. Nee, episch. Epische Karte. Die Mechanikerin, die kennen wir. Jules, episches Outfit. Gefolgt von noch einer epischen Karte, nämlich eine Art Catwoman. Die nennt sich Wix. Auch schön. Oha, hier haben wir einfach mal den Karton. Die Frau im Karton versteckt, nämlich Boxy. Wow, okay. Das war auf jeden Fall das Opening zum Mega-Starter-Paket von Fortnite der Serie 3. Eine Sammelordner, da werde ich die Karten alle reinlegen. Drei Booster, insgesamt 24 Karten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für euren Support und im nächsten Video werde ich von dieser Serie noch so eine Blasterbox aufmachen. Da sind immer so spezielle Hologrammkarten drin und darauf freue ich mich richtig. Doch bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.